Ja, hier ist der Snuppen. Willkommen zurück zu unserem Adventskalender Let's Play. Und zwar heute am 13.12. machen wir weiter mit zwei weiteren Leveln von Holiday Gigalamps 2016. The Harsh Winter. Gestern am Advent gab es drei Level, die haben wir relativ schnell abgeschlossen. Unter einer Stunde brauchten wir für drei Level. Da hatten wir ein schwierigeres und zwei waren eigentlich einfach. Und ja, jetzt machen wir weiter mit zwei weiteren Leveln, wie gesagt. Und zwar fangen wir heute an mit im Schwierigkeitsgrad Frigid Level 8 Shipping Error. Da haben wir 90 Lemminge, 80 davon müssen ins Ziel kommen. Aber eine Verbindungsrate von 1, unbegrenzt viel Zeit und ein Level von Gigalem. Und ich würde sagen, los geht's und schauen das Ganze mal an. Let's go, erstmal die Musik abwarten. So. Wir haben drei Eingänge. Und einen Ausgang hier. Das ist klar, hier haben wir eine Flucht und wir haben hier zwei Eingänge mit Fallschirmspringern. Leider haben die ihren Fallschirm vergessen in der Mitte, denn die fallen einfach runter und das ist natürlich viel zu hoch, wie ihr seht. Also das ist locker doppelte Höhe. Das heißt, wir müssen das verhindern, dass die runterfallen und sterben. Wir haben insgesamt 5 Kletterer, 2 Bomber, 5 Brückenbauer und 4 Decker. Okay. Das ist unsere Aufgabe, muss sein. Nein, Brücke brauchen wir hier. Ist ja klar. Das heißt, die haben wir nur. Also, wir haben jetzt effektiv 5, 2, 4, 4. So. Okay, wir müssen da hochbauen. Das heißt, wir müssen möglichst hoch anfangen. Also, wir brauchen die Stacker dort. Wir brauchen die Stacker dort, um möglichst hoch zu kommen. Damit wir da die Brücke bauen können. Und zwar. Ja, wie rum denn? Ich würde sagen, wir müssen eigentlich direkt von hier nach da, ne? Ja, ich glaube von da. Ich glaube, so müssen wir das machen. So. Okay. So, wir müssen da möglichst hoch die Stacks bauen. Ja, und zwar so, ne? Direkt. Dahinter raussprengen. Okay. Aber ich muss da ein bisschen versetzt machen. Stimmt, ein bisschen versetzt muss das gemacht werden, weil der versetzt sich mal weiter nach rechts. Also müssen wir das so machen. So. Das ist ja ein paar Lemminge, ist halt also. So. Oh, noch eins, der kann ich hochsetzen. Jawohl. So. Okay, nur können wir machen maximal höher. Es kriegt dann nach oben. Das war natürlich nicht geplant. Das stimmt nämlich jetzt auch. Das stimmt nämlich auch. Wie muss denn das? Wait, Moment mal. Ist das nicht schon reichen? So. Okay. Ja, nein. Und noch einlaufen lassen. Auch zu hoch. Aber
immer so. Okay. Also er ist noch so. Praktisch. Der ist nicht hoch genug, der ist nicht hoch genug. Was passt zwar. Jetzt noch ein bisschen mehr Platz. Wir können die noch weiter unten setzen. Und wenn noch nicht viel. Man kann das reicht trotzdem nicht, ne? Ich kann den mal höher setzen dann. Aber wenn ich den Feuer setze. Das passt nur ganz knapp nicht. Also auch nur ein Pixel, wenn ich weiter nach links setze, ein Pixel. Das ist eigentlich passen. Setzen mal weiter nach, setzen mal ein bisschen weiter nach links. Komm her. Okay. Jawohl, das reicht doch. Das müsste reichen. Das reicht, ne? Das reicht! Das ist die Lösung. Okay, haben wir uns so hochgearbeitet. Hat uns mir den Plan tatsächlich gehabt, von hier die Brücke zu bauen, das wäre aber zu niedrig gewesen. Wir haben hier also nochmal reingesprengt und dann von oben, dann ging das jetzt. Okay. Ja, haben das dann hingekriegt, haben einen extra Lemming dazu gekriegt. Das war gar nicht so schwer, ne, das Level, muss man sagen. Okay. Sehr schön. Aber das ist schnell abgeschlossen, das ging jetzt recht fix, muss man sagen. Genau, da sind die ganzen Lemminge, die nur alle zu spät kommen. Okay, das ist gut. Also geschafft, all Lemmings accounted for. You rescued 81, you needed 80. That level seemed no problem to you on that attempt. On to the next. Ja, das war ein guter Start. Da brauchen wir vielleicht hoffentlich haben wir nicht so lange heute, aber mal gucken. Machen weiter mit dem nächsten Level. Und zwar machen wir jetzt hier Level 9. Legoing up, wo wir 80 Lemminge haben, 74 davon müssen gerettet werden. Also haben sie die Rate von 1, unbegrenzt viel Zeit. Ein Level von Gigalärm natürlich. Es heißt Legoing up, hat das was mit Lego zu tun? Ah, nee, mit Klemmbausteinen, aber. Ja, darf das Level gar nicht so genannt werden, ne? Wie man ja weiß. Ist ja Lego sehr empfindlich, wenn der Name Lego auftaucht. Natürlich sind Klemmbausteine gemeint, aber hier handelt sich hier nicht um Legos. Vermutlich. Aber keiner, vielleicht ja doch. Der Level sagt es ja, dass es hier Legos sind. Originale Lego-Steine sind das hier. Also, ja. Muss man davon wohl reden. Okay. Fangen wir mal. Wir müssen da hoch. Und haben der Knöpfern Mass da unten, da auch noch, da und da. Naja, okay. Wir haben jetzt zur Verfügung 7 Läufer, 6 Kletterer, 6 Bomben,
7 Plattformen, 9 Brückenbauer, 9 Gräber, 1 Minenlemming und 6 Buddler. Okay, wie soll man das? Die geht man am besten an. Am besten haben wir ja einen, der die hochleitet. Hier, ich glaube, wir müssen wir hier hoch. Ich glaube schon, ja, wir müssen hier hoch. Also die Lemminge müssen von unten, hier unten nach da oben kommen. Ohne Blocker, kommen noch dazu. Ah. Also wir müssen die irgendwie da hochleiten. Ja, wir brauchen mal eine Plattform zuerst. Hm? Und zwar von eine Brücke meine ich. Und zwar von unten nach oben. So, was mache ich mit dem hier? Kann ich den schon benutzen? Ich soll kann ich schon benutzen, ja. Um das zu machen. Oh. Das können die da nicht so hoch? Das war nicht so geplant. Ich dachte, die kommen da hoch. Warte mal. Müsste auch hochkommen, wenn man das richtig timet. Ich löse ich mal direkt aus. Weil ich das Speed benutze. Der baut einen später, hä? So bauen wir hier runter einmal zu diesem Knopf. Also, komm da auch, komm hier auch hoch. Sehr gut. So, du bist leider tot. Ich kann ihn nicht mehr retten. Effektiv nicht mehr, ne, der bist weg. Tut mir leid, da kriegst du. Es ist halt ärgerlich. Ich weiß, ärgerlich. So, wie kann ich jetzt noch hochkommen? Kletterer kann ich benutzen. Um da zumindest vorzubereiten. So, wie komme ich dann? Muss ich jetzt hier lang? Macht es Sinn, unten rum zu laufen, statt oben? Macht es Sinn, eine Plattform hier runter zu bauen? Dann noch hochzubauen? War das effektiv Sinn oder kann ich das anders machen? Also wie anders machen. Effektiv ist das nicht auch so funktionieren. Effektiv ist hier auch so hochkommen, ne? So. Was wäre, wenn ich jetzt machen würde? Ich könnte so runterbauen. Ich könnte so bis zum Ende fast kommen, und zwar sah ich, kann ich was sagen, aber. Weiß nicht mal genau, was ich jetzt hier vorhabe mit der auf der Seite. Und mal hier. Durchfalter zu betätigen. Ich habe noch keine Ahnung, richtig? So, kann ich dann nochmal hier machen? Ich glaube schon. Wieder ein Walker.
Der damit den Weg breitet. Mich nochmal durchbuddeln. Das muss aber auch so sein. Ich habe keine Alternative, da muss ich so durchbauen. Und ich werde zu betätigen. Weil ich glaube, was ich mit dem Schalter hier machen soll, das weiß ich noch nicht so genau. Da kann ich noch einen zweiten oder so losschicken. Dann kann ich vielleicht auch wirklich machen, ne? Nee, mal rüber. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss die wahrscheinlich hier hochleiten. Jetzt lass mal gleich mal probieren, ob das funktionieren würde. Und wenn ich die umdrehe da. Das funktioniert so nicht. Und nur bis dahin. Also ich müsste da sowieso hoch. Habe ich denn noch den zur Verfügung? Mann, ich mach das mal trotzdem. Müsste eigentlich dann aus dem gehen, von unten dann hochzubauen. Und der ganzen Weg jetzt laufen ist ein bisschen blöd. Müsste man mal da hochkommen, ne? Das wird sicherlich auch so vorhergesehen sein. Ist mich da was wir hochbauen können mit Brücken. Also da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Da muss einer irgendwie durch. Also wenn ich jetzt zwei losschicke, kann ich einen da durchbauen lassen. So, vielleicht kann ich wieder das Wasser hochbauen. Wie geht das nicht? Auch da zwei, ne? Baut trotzdem mal normal hoch. Muss ich hier hinkommen? Was hat er jetzt gemacht? Okay, das klappt so nicht. Das klappt nicht, ne, wie ich das vorhin halt habe. Ich
geht doch nicht. Da fällt er auch da drauf, würde es auch gehen. Würde es daneben fallen, das bringt mir also gar nichts. Da bringt mir also nichts, die Konstruktion da. Okay. Müssen wir da mal uns hochbauen. Und der holt sich den zweiten. Aufpassen. Das ist egal. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da brauche ich 6 Brücken. Da kann ich mal in der Plattform auch rüber, glaube ich. Müsste aber mit der Plattform auch gehen. Plattform rüber zu bauen, müsste gehen. So, brauchen wir den jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Also, ich muss eine Plattform da benutzen. Eine Plattform brauche ich auf jeden Fall. Das ist der maximale Höhe, die wir machen können. Wir können ein bisschen tricksen. Wir haben noch 4 von den Dingern. So. Ja, man kann natürlich auch das so machen. Das geht eigentlich sogar. Kann ich auch jetzt schon machen. Wollte ich eigentlich jetzt da oben machen, oder ist jetzt eigentlich egal? Ich kann noch ein bisschen höher bauen. Das sollte schon reichen. Aber nur noch 2, die ich machen kann. So. Ah, das geht aber jetzt hier gar nicht. Nein! Ich dachte, ich hätte das anders machen müssen. Allgemein total falsch. Weil ich den gar nicht brauche. Muss ich das auch nochmal, kann ich eine Plattform überbauen eigentlich über das Ding. Ja. Eine Plattform nicht benutzen. So, selber nochmal, was wir eben schon hatten. So, das hatten wir eben schon mal. Einmal eine Plattform benutzen hier oben. Wir brauchen nur mehr Platten, wir brauchen nur mehr Brücken als eine Plattform haben. Also wir brauchen nur mehr Brücken. Ja, um das zu machen. Sollen wir hier nicht auch eine Plattform machen können? Ich weiß nicht genau. Wir haben eine Plattform machen können, um eine Plattform zu kriegen.
Aber ich habe mich auch nicht. Ganz genau. Okay. Bis dann die Ausrufe reichen. Um da hochzukommen, bis dann die Ausrufe reichen. Und dann ein Ding ins Hochzukommen, um die da hochzusprengen. Bis dann die auch reichen. Die müsst ihr auch. Ne, kommen wir da nicht hoch. Und so viele Kanten letztendlich. Ich kann den zweiten loskicken trotzdem. Mehr. Jetzt gemacht. Ach, ich hab Walker wieder benutzt. Ja, kein Kletterer. Ja, wollen wir ja nicht wundern, ne, wenn da keiner kommt. Ja, ist ein bisschen dumm. Müsste auch schon gehen, ne? Ja, auch hoch können. Wir sorgen, dass wir dann hoch können. Dass dann da quasi hoch, die hochspringen quasi wieder. Aber eine dumme Idee. Eine dumme Idee war das. Ich muss ihn mal laufen lassen. Eine dumme Idee. Komm nicht mehr hoch. Ja, das war eine blöde Idee dann. Ja, was machen wir denn dann hier? Das ist doch wieder doof. Ja, ich muss den da noch ersetzen. Ich muss den von hier aus machen. Ja, ich muss ja wohl von hier aus machen, dann geht das. Dann kommt er auch hoch. Ein bisschen blöd mache ich das gerade hier, ein bisschen, muss man sagen. Aber naja. So. Ah. Geht nicht. Schade. Nee, diese Gegend kommt immer noch nicht durch. Okay, da weiß ich Bescheid. Da muss er noch. Da muss er den doch aufgraben. Ja, läuft aber trotzdem dann durch. Ja. Ich wollte das ja so machen, dass er da unten bleibt, aber das geht wohl nicht. Kann man wohl nicht ändern. So, gut und schön. Okay. So. Einer muss mal umdrehen, um das Kram zu machen. Das geht wohl auch gut. Den Schalter brauche ich noch. Wissen tue ich noch nicht genau, wie ich den umlegen soll, aber gehen wir schon hin. Kriegen wir schon noch hin mit dem Umlegen. Er muss aber doch tiefer, kann er nicht tiefer, geht er nicht tiefer? Hm.
Ich überlege gerade, ob wir irgendwie anders machen können. Ähnlich wie dem Level, was eben hat. Also eben, das war meine ich nicht. Beim letzten Mal, gestern. Eine Level da, wo wir Hana diesen doppelten Grundlage genommen haben, um uns entsprechend so einzupositionieren, dass wir. Das geht so rum, nämlich nicht. Wir haben immer nämlich diese Stelle nämlich höher, nicht niedriger. Deswegen geht das nicht. Trotzdem ja mal. Der will aber hier, der will aber hier hoch. Was machen wir denn jetzt hier? Warte mal. Wir können nur so runter, wir können nur so runter, geht nicht anders. Bauen mal so durch. Okay, dann machen wir doch andersrum, machen wir doch anders. Wir machen das anders, wir bauen uns ein bisschen höher damit. Können wir noch ein bisschen was sparen. So. Oh, schauen wir einen von denen, mal gucken. Das soll dann schon reichen. Das ist hoch genug. So. Und dann nochmal. Aber mal gucken, wie ich das jetzt machen will. Eigentlich müssten wir da reinspringen, ne? Quasi. So. Ah, das ist ja gar nicht so gut. Der ist übrigens hoch. Der ist auch noch nicht so. Der ist übrigens. Der kann so was aufhören, glaube ich, an der Stelle. Wie hat er das jetzt hier machen soll, damit der hier hochkommt? Brücke bauen? Dann springen. Da müsste eigentlich Taste nicht reichen. Müsste eigentlich reichen, um da hochzukommen in die Lemminge. Ich glaube, so funktioniert das. Ah, Brücke bauen hilft mir nicht, ne? Er braucht den Kletterer. Können natürlich so reinspringen, dann geht es natürlich auch. Dann geht es natürlich auch. So. Wir haben noch ein paar weitere. Wir können mal höher können, aber brauchen wir vielleicht nicht. Wir können damit noch höher bauen, wenn wir wollen. Brauchen wir effektiv wahrscheinlich nicht. So. Wir könnten nur jetzt überlegen, noch jederzeit das zu machen. Also würde ich fast meinen.
So. Okay, da müssen wir nochmal machen. Ist ja keine andere Chance. Dann haben wir keine Ahnung, dann nochmal hoch, dann nochmal runter muss. Vernünftig. Wir können dann noch, wir können noch machen. Ja. Da bauen wir nochmal runter. Ach, das ist bitter. Scheiße. Warum machen wir anders? Jetzt ist aber abgeschlossen, müssten wir den Pixel haben, den wir brauchen. Mr. Levy, dann haben wir hier oder da, da. Das mir ihm gereicht. Das gibt's ja nicht. Da fühlt ich auch was gar nicht, ey. Mögliche Punkt. Ich glaube, das passt nicht. Was hatte ich jetzt vorgehabt? Ich kann natürlich eine Plattform bauen. Hilft mir das irgendwas? Hilft mir das in irgendeiner Weise überhaupt? Die ist halt länger, ne? Die war halt länger als die Brücke. Die fühlt glaube ich gar nichts. Nee, die ist halt auch viel länger. Also das bringt mir nichts. Ich wollte das so machen, dass ich das nochmal runter und nochmal tiefer komme, ne? Das wollte ich jetzt machen eigentlich, aber das funktioniert so nicht. Gut, dafür sind wir jetzt hier höher gekommen, ne? Eigentlich habe ich das selber verbaut. Angenommen, man hätte auch einfach das so normal machen können. Dann wäre man eher immer ein bisschen tiefer gewesen, aber. Naja. Gut, ich kann. Gut, das ist ja kein Problem. Gut, ich wollte den eigentlich sparen. Ist auch ein Problem, weil ich den sparen wollte. Aber ich muss das so machen, wenn ich nicht Zeit investieren will. Ja, der läuft dagegen. Das kann ich nicht machen. Deswegen muss der jetzt. Ja. Ja, siehst du? Das hat mir nämlich gefürchtet. Habe ich selber mir eingebrockt. Na klar, aber du kannst doch eigentlich fertig buddeln. Das geht so. Du musst hier nur runter. Habe ich selber verbaut. War ja selber dumm. War ja selber schuld. Aber vorne, das reicht jetzt nicht mal. Ach, komm her. Come on. So, außer einen Schritt weiter, zwei Schritte weiter laufen. Ein Schritt hat er jetzt gemacht. Dann müsste es reichen, dann kann ich das so perfekt abschließen, dass die auch nicht mehr umkommen. So, der ist durch. Immerhin, wir haben noch 5 Plattformen. Was machen wir denn? Kann ich hier noch was gebrauchen? Hier brauche ich nur eine, die ich runter schicken kann, aber. Ja. Theoretisch kann ich den so nicht retten. Okay, da ist Feuer.
Eine Brücke habe ich noch. Brauche ich noch eine Brücke? Hab noch. Ich kann den nur alle retten, theoretisch. Kann man eine Brücke drüber bauen? Kann man eine Brücke drüber bauen, mal wieder. Ich brauche ihn, glaube ich, auch nicht mehr. Ich kann ihn nur retten, den Typen hier. Ja, kann ich ihn retten, meine ich. Kann ihn retten, wenn ich den laufen lasse. So. Wenn er den gebaut hat, so. Okay, das geht doch nicht. Warum nicht? Jetzt soll ich das wissen. Er brennt trotzdem. Das ist halt, er kann den, wenn er da drum laufen will, ist jeder tot. Offenbar gibt es auch Feuer, das ist offenbar nicht angezeigt. Okay, aber er kann auch durchbauen. Er kann nur durchlaufen. Ja, okay. Dann ist das ja ein anderes Thema. Ja, gut, kann man. Kann ich da ein Pixel Feuer aufhören? Mal gucken, ob das geht. Nein. Oh, einfach weiter die Plattform. Wie soll ich da dran kommen, wie soll ich da unten kommen, ist die Frage. Also aus Stahl. Er kann zwar durch von unten, aber er kommt nicht mehr hoch. Er kommt aber nicht dahin. Wie soll ich denn da hinkommen? Direkt da einfach. Ah, das ist die Lösung. Das ist die Lösung, um da durchzukommen. Der muss ich den einsetzen. Einen habe ich jetzt noch. Komm doch wieder heile zurück. Die kann ich jetzt auch benutzen, um theoretisch den Schalter zu betätigen. Aber einen Walk habe ich ja noch. Mal ein bisschen durchsprengen wir uns da. Oh nein. Gut, die kommen hier zwar hoch. Ein Lemming. Ja, ein Lemming läuft jetzt übrig. Der läuft jetzt den. Gut, dann müsst ihr mal alle Heile unten ankommen. Die müsst ja alle Heile da oben rumlaufen, ne? Müsst ja auch gehen. Einen Walker haben wir noch. Den muss ich ja opfern, wie es aussieht. Ja, der muss ich opfern. Das bleibt nicht ganz übrig. Ihr müsst das so machen. Die laufen jetzt hin und her. Die müsst ja Probleme so schaffen können. Ja, okay. Ich kann mich jetzt einmal mit dem hier durchbuddeln und hier das Thema. Und auf der Seite bleiben. Ich laufe jetzt hin und her. Ich glaube, die sollten noch hier heile runterkommen. Ja. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und warten, dann ist der offen. Ich laufe jetzt ein bisschen im Kreis und dann in der Zwischenzeit, wenn der hier fertig ist. Ja. Okay, haben wir das hinbekommen.
Müssen wir uns so durchbuddeln dann. Setzen die Tür auf und ja, um 74 und 74 brauchen wir. Haben es geschafft. War nicht einfach. Da muss ein bisschen rätseln. Aber am Ende war diese Folge wieder erfolgreich. Also sehr gut. Der Konkurrenz ist Schwarm an Lemming auf einmal. So. Und das schließt entsprechend dann diese Folge ab. Allerdings accounted for. You rescued 74. You needed 74. Right on. You can't get much closer than that. Let's try the next. Ja, das werden wir uns mal angucken, dass wir dann die 1 der Level für morgen. Morgen ist ja wieder 2 am Dienstag. Und zwar dann morgen dann Level 10 in Underlying Christmas. Das werden wir dann spielen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß mit dieser Folge hier. Mal miträtseln. Denkt wie mal daran, dass ihr mir folgen könnt auf sozialen Netzwerken oder beitreten könnt im Discord-Server zum Quatschen. Kennenlernen, Spaß haben, mitmachen, mitgestalten. Klickt auch an Kommentare, Bewertungen und an die Glocke. Und ja, alles verlinkt in der Videobeschreibung ansonsten. Und ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.